Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder und Gäste des Wirtschaftsbeirats Bayern, herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung Deutsche Rüstungsindustrie, ein Spagat zwischen Landesverteidigung, Industriepolitik und Haushaltszwängen, haben wir es genannt. Ich freue mich sehr, dass ich drei äußerst renommierte Referenten und Diskutanten heute begrüßen darf im Namen des Wirtschaftsbeirats Bayern. Ich darf auch die herzlichen Grüße unserer Präsidentin, Frau Professor Niebler, überbringen und möchte kurz vorstellen, wer heute bei uns zu Gast ist. Es ist zum einen, wir haben es jetzt in der alphabetischen Reihenfolge gehalten, Dr. Reinhard Brandl. Reinhard Brandl ist der außen- und sicherheitspolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag. Lieber Reinhard, schön, dass du bei uns bist. Vielen Dank. Dann haben wir den Thomas Müller, den CEO der Hensoldt Group, einem renommierten deutschen bekannten wehrtechnischen Unternehmen. Gleiches gilt für Diehl Defence und den Herrn Helmut Rauch, den ich herzlich begrüße. Er ist CEO und Sprecher der Geschäftsführung der Diehl Defence GmbH und Co. KG und auch dort Mitglied des Vorstands der Diehl Stiftung und Co. KG. Herzlich willkommen auch Ihnen. Sie fragen sich vielleicht, warum wir kurz vor der Sommerpause so ein Thema wählen. Das Thema beschäftigt mehr Menschen, als man glaubt. Wir haben ja in den unzähligen politischen Diskussionen, die wir führen, ein ganz gutes Gespür als Wirtschaftsbeirat, was die Menschen bewegt. Und insofern wollten wir heute dieses Thema auch aufgreifen. Ich fange vielleicht mal kurz an mit einem Zitat aus dem Wehrbericht des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages AD, das ist der Herr Bartels, der das Amt jetzt nicht mehr bekleidet. Bartels hat in seinem letzten Wehrbericht Anfang dieses Jahres geschrieben, es ist nicht nachzuvollziehen, dass man 7 Jahre zur Modernisierung von 100 alten Kampfpanzern braucht, wenn man in derselben Zeit und mit der gleichen Industrie in 2 Jahren 50 nagelneue Kampfpanzer für andere Nationen baut. Ich finde, das fasst ganz gut zusammen, wo wir uns befinden momentan, auch in der Diskussion zwischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, parlamentarisch, dem ministeriellen Handeln über das BMVG, dem Bundesverteidigungsministerium einerseits, und der wehrtechnischen Industrie auf der anderen Seite, die ja ein wichtiges Rückgrat der deutschen Industrie auch abbildet. Die letzten Zahlen, die mir vorliegen, bedeuten über 65.000 Beschäftigte, natürlich je nachdem, wie man es rechnet. Aber eine Studie des BMWI hat das ja zutage gefördert und über 20 Milliarden Euro Umsatz, also sehr signifikant. Gleichzeitig diskutieren wir auf politischer Ebene und da wird Reinhard Brandl gleich ein kurzes Statement zu abgeben. Die Frage Auslandseinsätze der Bundeswehr versus Landesverteidigung und Bündnisverteidigung. Man beobachtet in letzter Zeit eine kleine Verschiebung von Auslandseinsätzen hin zu größeren Fokus auf Bündnis- und Landesverteidigung. Parallel dazu äußert ein US-Präsident, der ja zumindest historisch gesehen eigentlich immer ein Freund Deutschlands und auch ein Unterstützer der deutschen Sicherheit gewesen ist in der Vergangenheit, nicht nur durch die nukleare Teilhabe, die wir aktuell auch wieder diskutieren, sondern insbesondere auch durch die Truppenpräsenz, dass er etwa 9.000 Soldaten höchstwahrscheinlich nach Polen verlegen möchte von deutschem Grund und Boden aus. Und somit natürlich die deutsche Sicherheitsarchitektur und Verteidigungsarchitektur ein Stück weit dadurch auch verändern wird. Auf der anderen Seite gibt es Industriepolitik. Bundesminister Altmaier hat sich ein Stück weit auch in den letzten Jahren auf die Fahnen geschrieben, dass industriepolitische Aspekte wichtiger werden müssen, dass Deutschland stärker gezielt kleine Schlüsselindustrien unterstützen muss, was grundsätzlich nicht zu kritisieren ist. Die Frage ist nur, wie macht man es? Was bedeutet es dann am Ende auch für ein Außenwirtschaftsgesetz, für eine Exportkontrolle, all die Dinge, mit denen Diehl und Hensoldt täglich zu tun haben? Und wie kriegt man hier sozusagen eine kohärente Politik zusammen? Und schließlich die Frage der Haushaltszwänge, jetzt nicht nur durch Corona, aber natürlich auch akut durch Corona verursacht. Die Frage, wie man
die Budgets und Herr Brandl ist ja ein auch Berichterstatter im Deutschen Bundestag für Haushaltspositionen im Bereich Sicherheits- und Verteidigungspolitik, wie diese Mittel künftig allokiert werden. Ja, da gibt es ja unterschiedliche Interessengruppen, die daran zerren. Und auch da möchten wir heute ein Licht drauf werfen. Vielleicht noch abschließend die Frage der Vollausstattung der Bundeswehr. Die ursprünglichen Pläne, lieber Reinhard, des Bundesverteidigungsministeriums sahen vor, bis 2031 die Vollausstattung der Bundeswehr herbeizuführen. Es läuft gemäß Bericht des Wehrbeauftragten AD nur relativ schleppend und hat einige Ziele bereits kassiert. Du gehst wahrscheinlich noch kurz auf die Tornado-Nachfolge ein, aber auch die Frage der Kampfschiffe ist durchaus interessant. Ich glaube, nur 9 von 15 Schiffen sind da momentan, so wie es geplant war, im Einsatz oder einsatzfähig. Das ist also etwas, was die Menschen bewegt. Und ich freue mich jetzt auf kurze Statements der Beteiligten und dann auf eine Diskussion, die ich gerne moderieren werde. Lieber Reinhard, bitte. Vielen Dank für die Einladung und auch die Möglichkeit, hier vor diesem, mit diesen hochrangigen Gästen aus der Industrie gemeinsam auch diskutieren zu können. Und ich freue mich auch auf den Input, der später in den Fragen dann der Zuhörer zum Ausdruck kommen wird. Zu meiner Person, ich bin seit 2009 im Bundestag und seit der Zeit auch Mitglied im Verteidigungsausschuss und seit den letzten Jahren auch im Haushaltsausschuss und dort zuständiger Berichterstatter für die Belange des Einzelplans 14. Das ist der Haushalt des Bundesverteidigungsministeriums. Und ich kann jetzt meine Zeit im Deutschen Bundestag in grob 2 Phasen einteilen. Die erste Hälfte vor 2014, die zweite Hälfte nach 2014. Und es waren sehr unterschiedliche Zeiten für die Bundeswehr. In der ersten Phase war die Marschrichtung Reduzierung, Verkleinerung. Wir haben damals ja auch die Wehrpflicht ausgesetzt, was jetzt im Moment ja wieder auch in der Diskussion war, können wir gerne später auch darauf eingehen. Und insgesamt wurde die Bundeswehr in den letzten Jahren, aber auch speziell dort in dieser Zeit, nochmal deutlich reduziert. Wir hatten damals, das weiß ich, das war meine erste Legislaturperiode im Haushalt, ungefähr Vorlagen, die über 25 Millionen Euro sind, die dann vom Haushaltsausschuss und vom Verteidigungsausschuss extra genehmigt werden müssen, in der Größenordnung von ca. 6 Milliarden Euro in diesen 4 Jahren. Dann kamen die nächsten 4 Jahre und die Sicherheitslage hat sich in der Zeit grundlegend verändert. Stichwort Ukraine. Landes- und Bündnisverteidigung ist wieder gleichbedeutend aufgestiegen zu den Auslandseinsätzen, was auch dazu geführt hat, sagen wir, dass das Anforderungen an die Bundeswehr gestiegen sind. Es hat aber auch dazu geführt, dass mehr Geld in die Bundeswehr gegeben wird. In der zweiten Legislaturperiode, das war dann von 2014 bis 2017, waren es nicht mehr 6 Milliarden, sondern waren es über 30 Milliarden Euro, ein Faktor 5, der für die Bundeswehr an Großvorhaben in der Zeit unter Vertrag genommen worden ist. Es sind viele Verträge, die über mehrere Jahre laufen und die jetzt auch Stück für Stück bei der Bundeswehr mit zulaufen. Also die erste Phase, Haushaltsmittelkürzung, Reduzierung. Wir hatten ungefähr 32 Milliarden Euro Budget. Zweite Phase, Wachstum und auch deutlich mehr Investitionen, auch in den Rüstungsbereich. Das jährliche Budget des Bundesverteidigungsministeriums ist jetzt bei 45 Milliarden. Wie gesagt, damals 32. Dennoch reicht es nicht. Marc hat angesprochen, das Thema Vollausstattung der Bundeswehr, das ist vor allem mit Blick auf das Heer. Das ist noch weit, da sind wir noch weit davon entfernt, aber es wird besser. Es wird Tag für Tag, läuft mehr Material zur Bundeswehr zu und ich sage immer, Tag für Tag wird die Bundeswehr ein kleines Stück besser und besser ausgerüstet. Und das ist für uns die große Herausforderung, ist es, diesen Trend jetzt auch in Zukunft mit fortzusetzen. Und im Moment schlägt die Corona-Krise da noch nicht zu. Im Gegenteil, wir sind jetzt im Moment auch im Bereich des Bundesverteidigungsministeriums dabei, zu gucken, was wir an Maßnahmen vorziehen können,
um die Konjunktur mit anzuschieben, insbesondere in den Bereichen des Marineschiffbaus, weil es dort ein starker Einbruch ist, genauso wie in dem Bereich der Luftfahrt, weil dort auch durch Corona bedingt starke Auftragsrückgänge im zivilen Bereich zu verzeichnen sind. Aber auch das Heer wird davon profitieren. Also im Moment noch keine Spuren der Corona-Krise. Im Gegenteil, es wird im Moment noch vorgezogen, zusätzliche Mittel freigegeben. Aber natürlich werden wir in eine Phase kommen, ab dem Jahr 2021, 2022, in der auch das Bundesverteidigungsministerium ein Stück weit den Gürtel enger schnallen werden muss, um auch wieder langfristig zu einem ausgeglichenen Haushalt zurückzukommen, was uns insbesondere als CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag auch sehr am Herzen liegt. Bezüglich der Allokierung der Mittel, wir haben ein paar Schwerpunkte gebildet. Das eine, ich sage es jetzt mal, Themen ist das Thema persönliche Ausstattung. Es war bereits unter der Ministerin von der Leyen ein Feld, in dem wir gesagt haben, okay, da kürzen wir nicht. Also gerade was sozusagen Bekleidung und so weiter, alles, was der, womit der Soldat unmittelbar in Berührung kommt, ist ein großer Schwerpunkt. Der zweite Schwerpunkt ist Digitalisierung. Also wir hatten jetzt auch nochmal durch Corona einen großen Schub, was die Möglichkeiten der Telearbeit angeht, was die Möglichkeiten von mobilen Endgeräten bei der Bundeswehr angeht. Da gibt es noch einen großen Nachholbedarf. Das ist der zweite Bereich, zweite Fokus, Digitalisierung. Dann der dritte Bereich geht schon so ein bisschen in das, was Marc ten Bücken vorher angesprochen hat, Landes- und Bündnisverteidigung. Wir stellen alle 4 Jahre in die sogenannte VJTF, die schnelle Speerspitze. Das bedeutet, alle 4 Jahre erklärt sich Deutschland bereit, eine Brigade mit ungefähr 5000 Männern und Frauen in eine erhöhte Einsatzbereitschaft zu versetzen. Wir waren 2019 dran, sind wieder 2023 dran. Und alles, was diese Brigade zur Landes- und Bündnisverteidigung in dieser Zeit braucht, wird mit Priorität mitbeschafft. Daneben haben wir sowohl für die Marine als auch für die Luftwaffe große Flaggschiffe im wahrsten Sinne des Wortes auf den Weg gebracht. Das ist im Bereich der Marine das neue Mehrzweckkampfschiff 180. Das ist der größte Auftrag in diesem Bereich in den letzten Jahren und vermutlich auch mit Perspektive auf die nächsten Jahre sein wird, mit 5-6 Milliarden in der Größenordnung. Der wurde jetzt vor wenigen Tagen im Deutschen Bundestag auch mit beschlossen. Im Bereich der Luftwaffe gibt es eine Grundsatzentscheidung, ältere Eurofighter, also der sogenannten Tranche 1, durch eine Tranche 4 zu ersetzen, was 38 Flugzeuge angeht. Und es gibt auch eine politische Entscheidung dafür, für den Tornado, das in das Jahr gekommene Kampfflugzeug, einen Ersatz mit der Mischung aus Eurofighter und F-18 zu beschaffen. Das ist ein Multimilliardenprojekt. Weil ich Herrn Müller jetzt von Hensoldt hier sehe, ein weiteres Thema, wo wir auch wirklich auf Hensoldt setzen, ist das Thema Pegasus. Also es ist Aufklärung, elektronische Aufklärung. Das wird ein Thema sein, das wir in den nächsten Wochen und Monaten auch noch zukünftig mit auf den Weg bringen werden. Das war jetzt mal ein kurzer Abriss. Im Moment ist die Herausforderung für die Bundeswehr gar nicht so sehr das Geld. Geld ist eigentlich da. Es ist, die Herausforderung ist aber vor allem auch die Verträge zu schließen. Wir haben uns selber durch unser Vergaberecht sehr hohe Hürden für Vergaben, nicht nur im Verteidigungsbereich, aufgelegt. Und in der Zeit dann oft sehr komplexe, zum Teil internationale Verträge zu schließen, ist eine riesige Herausforderung. Und wenn Sie sehen, dass, ich habe vorher gesagt, 6 Milliarden von 2014 bis von 2009 bis 2013, danach über 30 Milliarden, das wurde im Wesentlichen mit dem gleichen Personal gestimmt. Also es wurde zwar mehr dann im Bereich der Beschaffungsorganisation eingestellt, aber das dauert ja immer 3-4 Jahre, bis die Person dann tatsächlich
ich sage mal, voll einsatzbereit und ausgebildet ist. Das heißt, die Beschaffungsorganisation in der Bundeswehr ist ziemlich am Limit und das ist auch die große Herausforderung, vor der wir stehen, die auch weiter zu stärken, aufzubauen, damit sie den notwendigen Beschaffungsbedarf, den die Bundeswehr zweifelsfrei hat, auch mit auf den Weg bringen kann. Soweit mal ein kurzer Impuls, eine Tour d'horizon von mir und ich stehe natürlich gerne nachher für alle weiteren Fragen und Anregungen zur Verfügung. Sehr schön, vielen Dank, lieber Reinhard Brandl. Dann würde ich direkt zu Herrn Müller überleiten für Ihr Statement. Ja, Herr Tembücken, vielen Dank. Lieber Herr Brandl, lieber Helmut Rauch, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass für uns alle in ungewohnten Zeiten, wie wir sie ja haben, der Dialog zwischen der Wirtschaft, Wissenschaft und Politik fortgeführt werden kann und dass heute mit dieser digitalen Konferenz auch eine Art, ja, ich sag mal, Zukunftsorientierung für unseren Wirtschaftsbeirat erfolgt. Ich möchte kurz Hensoldt vorstellen. Hensoldt ist ein führender Anbieter von Hightech-Sensorlösungen mit deutschen Wurzeln. Wir haben natürlich auch europäische Footprints, auch globale Ambitionen. Bundeswehr ist unser wichtigster Kunde. Herr Dr. Brandl nannte schon Eurofighter, NH90, die Fregatte 125, aber jetzt auch die neuen Programme MKS-180, das Mehrzweckkampfschiff und natürlich auch das Pegasus-Programm, ein großes Aufklärungsprogramm, das der Bund, die Regierung jetzt angeschoben haben, mit Unterstützung des Parlaments. Daneben haben wir natürlich viele Kunden in der NATO und gehen auch verstärkt in angrenzende Märkte wie Drohnenabwehr, das ist ein ganz wichtiges Thema, Hochleistungsmesstechniken. Aber, verehrte Damen und Herren, ich will auch sagen, auch diese Verteidigungselektronik hat manchmal sehr Gutes in sich. Wir schützen mit unserer Elektronik in Südafrika eine große Farm mit 1800 Nashörnern. Und Sie können mir glauben, dass in den letzten 3 Jahren, seitdem wir diese Farm schützen, kein einziges Nashorn für Wild oder gegen Wilderer verloren worden ist, aufgrund unserer Elektronik. Mittlerweile haben wir 5.500 Mitarbeiter. Wir sind also eins der großen Verteidigungsunternehmen in Deutschland. Wir entwickeln in der Verteidigung heute auch wieder Technologien von morgen. Wir haben zum Beispiel ein Radar entwickelt, das nur hört und nicht sendet. Und dieses Radar kann sogar die sogenannten Stealth Fighter aufklären, also unsichtbare Flugzeuge. Das können Sie nicht mit keinem anderen Radar machen. Daneben sind wir auch sehr stark, investieren wir auch sehr viel in Cybersicherheit von Produkten. Das heißt, wenn Sie große Systeme haben, die gesichert sind, wir wollen weitergehen und diese Sicherheit auch auf das Produkt beziehen und möglichst unhackbare Sicherheit, soweit das möglich ist, dort zur Verfügung stellen. Helmut, euer Unternehmen Diehl guckt auf 120 Jahre Unternehmensgeschichte zurück. Unser Unternehmen Hensoldt, wir haben ja die ehemalige Verteidigungselektronik der Airbus-Gruppe ausgelöst. Mit einem neuen Shareholder gibt es erst seit 3 Jahren. Aber ich glaube, die Firma Hensoldt ist inzwischen in Deutschland besonders, aber auch weltweit berühmt und bekannt. Sagen wir lieber bekannt, berühmt kommt doch. Wir haben weltweit diese Marke etabliert. Wir haben in der Zwischenzeit 5 Unternehmen gekauft, darunter ein größeres Unternehmen in Frankreich, aber auch in Südafrika. Wir haben 700 Mitarbeiter in Südafrika und sind in die erste Liga der europäischen Verteidigungselektronikunternehmen gekommen. Wir wollen natürlich in den nächsten Jahren eine ganz große Rolle spielen und mit der potenziellen Konsolidierung in Europa auch auf Augenhöhe mithalten. Ja, Schlüsseltechnologie, warum sagen wir Schlüsseltechnologie? Aufgrund des Strategiepapiers der Bundesregierung ist die Technologie der Firma Hensoldt, die Sensorik in dem Electronic Warfare Bereich, also elektronische Kampfführung, Avionik, aber auch in den Bereichen natürlich der Sensorik wie Radar und Optronik, als zentrale deutsche Schlüsseltechnologie genannt worden und wir haben dafür auch in Deutschland jetzt eine ganz spezielle und herausragende Verantwortung zu leisten.
Es geht natürlich um nationale Sicherheitsinteressen mit dem Ziel, die militärischen Fähigkeiten und die Versorgungssicherheit der Bundeswehr sowie die Rolle als zuverlässigen Kooperations- und Bündnispartner technologisch-wirtschaftlich sicherzustellen und auf dem aktuellen Stand zu halten. Und Herr Dr. Brandl vom Bundestag, Sie haben gesagt, dass Sie da auf uns zählen mit den neuen Programmen, die kommen. Ich kann Ihnen versichern, wir werden das tun, was man von uns erwartet in der Hinsicht. Ich kann also aus Industriesicht sagen, dass die Definition der Schlüsseltechnologien ein wichtiges Instrument gezielter Industriepolitik in Deutschland ist und mehr Chancengleichheit mit unseren europäischen Wettbewerbern aus Frankreich, England, vor allen Dingen Italien auch sicherstellt und uns damit eben auch auf eine Ebene hebt, die international mitspielt. Und ich kann Ihnen versichern, ich hatte es kurz angesprochen, aufgrund unserer Technologie machen wir in der kurzen Zeit unseres Bestehens unseren Wettbewerbern eine Menge Angst. Ja, ich möchte aber vor allen Dingen auch dazu kommen, und Herr Temmingen, Herr Brandl, Sie haben es angesprochen, wie sehen wir als Industrie vor allen Dingen, auch ich spreche natürlich für unsere Firma, das Thema, das 2%-Ziel zu erreichen. Also wir haben ja hier die Tweets unseres US-Präsidenten, der sagt, ihr Deutschen müsst auf 2% des Bruttoinlandsproduktes gehen, damit für die Ausgaben in der Verteidigung. Man muss bitte vorsichtig sein, das ist nicht nur Trump, sondern auch sein Vorgänger Obama auf politisch korrektere Art und Weise und auch der demokratische Präsidentschaftsbewerber Biden. Alle haben von Deutschland gefordert, mehr für die Verteidigung auszugeben. Und sie haben immer dieses Ziel von 2% genannt. Meine Damen und Herren, ich möchte aus unserer Sicht da ein klares Statement zu abgeben. Und das folgt dem, was Herr Dr. Brandl gesagt hat. Es geht nicht darum, 1,5, 2%, 1% oder wie viel Prozent auch immer für die Bundeswehr auszugeben. Wir müssen unsere Bundeswehr wieder auf den Stand einer operationell einsatzfähigen Armee bringen, die sowohl ihren Anteil an der Landesverteidigung liefern kann, als auch in den sogenannten Out-of-Area-Einsätzen wie in Afghanistan, Mali. Viele wissen gar nicht, wo unsere Bundeswehr heute noch in friedenssichernden Maßnahmen unterwegs ist, auch das leisten zu können. Daraus leitet sich der Budgetrahmen ab, den wir brauchen. Und Herr Brandl, Sie haben gesagt, wir brauchen deutlich mehr, als wir das in der Vergangenheit ausgegeben haben, um die Bundeswehr wieder dahin zu kriegen, wo sie operationell auch sein muss. Ich denke vor allen Dingen an das Thema VGDF, wo wir 2023 ja auch unseren Teil an der Verteidigung für Europa und für die NATO leisten wollen und natürlich auch müssen. Wir sehen darüber hinaus zunehmend Hybrid-, Cyber- und Informationskriege. Wir sehen den verstärkten Einsatz von Drohnen. Wir sehen allerdings auch mit Unbehagen das Aufkommen von Robotern. Denn hier sind uns vor allen Dingen Nationen aus dem Nahen und Ferneren Osten deutlich voraus, was die Entwicklung dieser Themen angeht. Wenn wir nun über die künftigen Fähigkeiten der Bundeswehr sprechen, gilt es, die richtigen Prioritäten zu setzen. Dazu möchte ich Ihnen ein Beispiel nennen. In meiner Zeit als Panzerkommandant bei der Bundeswehr war die Disziplin der elektronischen Kampfführung, das heißt das Aufspüren gegnerischer elektromagnetischer Emissionen wie Funkwellen und das Stören dieser Kommunikation bei uns gut entwickelt. Das ist eine Zeit ohne Mobiltelefone gewesen, ohne Internet und ohne dass alle ständig mit der Cloud verbunden waren. Heute ist alles digital. Und ich kann Ihnen sagen, das elektromagnetische Spektrum ist heute eins der wichtigsten Gefechtsfelder geworden. Und wir haben dort Informationen, wenn ich jetzt für unsere Firma spreche, aus traditionellen Sensoren herauskommen, wie Radargeräte, optronische Geräte, werden wir in Zukunft auch sehr stark in den Bereich von virtuellen Sensoren gehen, die aus den großen Data Lakes,
die existieren, aus dieser riesen Datenmenge, die existiert, die Themen heraussuchen, die für uns ein zusätzliches Maß an Aufklärung bedeuten. Das heißt aber auch, wir müssen die eigenen Kräfte in dem ganzen Cyberspace nicht nur schützen, sondern auch entscheidend verstärken. Ich muss deutlich zu sagen, wir sind hier auf dem richtigen Weg, aber wir müssen trotzdem noch einiges tun. Beschaffungsvorhaben, die das Fähigkeitsspektrum der Bundeswehr für die Zukunft sichern, brauchen aber noch mehr solcher Initiativen wie die Investition in neue Flugzeuge, neue Waffen für unser Heer, neue Mehrzweckkampfschiffe, mehr Investitionen in die Cybersicherheit, in den Cyberkampf. Wir brauchen auch zukünftige Investitionen in ganz neue Systeme, die der nächsten Generation entsprechen und die im Grunde genommen eine Zusammenfassung dessen sind, was ich gesagt habe. Und wir sprechen dort über die Bedeutung eines Future Combat Air Systems in Europa, das wir gemeinsam momentan als Nachfolge des Eurofighter, des Tornado und der F-18 mit den Franzosen gemeinsam entwickeln. Das wird eine große Bedeutung haben. Da geht es nicht mehr nur um ein Kampfflugzeug, sondern da geht es um viel mehr. Da geht es um die Verbindung zu unbemannten fliegenden Systemen, zu den Bodensystemen, zur vernetzten Kampfführung. Und das Gleiche gilt für die Nachfolge des Leopard 2, für das Major Ground Combat System, das wir ebenfalls mit Frankreich entwickeln wollen. Auch hier geht es nicht darum, einen neuen Kampfpanzer zu entwickeln, sondern es geht darum, wesentlich weiter zu denken, den Panzer mit vielen anderen Dingen zu verbinden und dadurch die Abschreckung eines solchen Waffensystems für potenzielle Feinde deutlich zu erhöhen und natürlich auch deutlich flexibler in der Einsatzfähigkeit und in verschiedenen operativen Szenarien machen zu können oder darauf vorbereiten zu können. Wir brauchen eine neue Denkweise. Wir brauchen mehr Koordination, eine bessere Planung. Ich glaube, wir brauchen weniger Doppelarbeit. Und wir müssen natürlich in Europa, und ich glaube, ich spreche einigen unserer Kollegen aus dem Herzen, unsere Exportbestimmungen stärker koordinieren. Damit komme ich zum Ende des kurzen Vortrags und bedanke mich, meine Damen und Herren, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf den Beitrag von unserem Helmut Rauch von Wien. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Müller, für diesen spannenden Überblick auch aus rüstungs- oder wehrtechnischer Sicht. Herr Rauch, jetzt haben Sie lange geschwiegen und freuen uns sehr auf Ihren Beitrag. Ja, lieber Herr Thelbecken, lieber Herr Dr. Brandl, lieber Herr Müller, Thomas, darf ich sagen zu dir, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Dialog. Ganz besonders freut es mich, dass auch in der derzeit für uns alle herausfordernden Zeit, sagen wir, der enge und wichtige Austausch zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft bestehen bleibt. Auch ich würde Ihnen gerne mal unser Konzern, unsere Firma Diehl kurz vorstellen. Der Herr Müller hat es ja schon erwähnt, wir haben eine Tradition von nahezu 120 Jahren. Wir wurden 1902 gegründet und wir sind ein bayerisches Familienunternehmen mit dem Sitz oder dem Hauptsitz in Nürnberg. Unser Unternehmen wird jetzt in der vierten Generation in der Familie geführt und wir haben einen weltweiten Umsatz von ca. 3,7 Milliarden Euro. Und das nicht nur in Defense, ich gehe da nachher gleich auf die Teilkonzerne ein. Wir haben in Summe ca. 17.300 Mitarbeiter, die weltweit tätig sind. Und unsere Struktur, wie gesagt, ist nicht nur im Defense. Wir haben 5 Teilkonzerne. Und gerade jetzt auch in der Corona-Zeit sind die natürlich unterschiedlich betroffen von dieser Situation. Beginnen möchte ich mit dem Teilkonzern Aviation, der ganz besonders durch Corona betroffen ist. Der ist nämlich in der Luftfahrt aktiv. Und dort sind wir ein wesentlicher Zulieferer für die Firma Airbus und für die Firma Boeing. Zulieferer im Wesentlichen für Avionik, für Kabinensysteme, auch im Retrofit sind wir dort tätig. Und wenn Sie zum Beispiel in den A380 einsteigen, der eine oder andere von Ihnen ist dort mit Sicherheit schon mitgeflogen, alles, was Sie im A380 sehen, außer den Sitzen, wo Sie drauf sitzen, das kommt von der Firma Diehl. Und gerade im Teilkonzern Aviation, da sind wir momentan mit Umsatzeinbrüchen bis zu 50% betroffen, was natürlich auch die Liquidität besonders in Mitleidenschaft zieht. Der zweite große Teilkonzern, den wir haben, das ist der Teilkonzern Metall. Das ist das ursprüngliche Geschäft, wo Diehl entsprechend entstanden ist.
Dort sind wir tätig in Schmiedeteilen, Synchronringe für die Kfz-Industrie. Ganz besonders sind wir dort auch tätig in der Zwischenzeit in der Elektromobilität, ein wesentliches Geschäftsfeld. Aber jeder von Ihnen trägt auch täglich ein Stück Deal mit sich, nämlich das Metall der 2-Euro-Münze, der äußere Metallring der 2-Euro-Münze, der kommt von der Firma Deal, den prägen wir entsprechend. Der dritte große Teilkonzern, das ist der Teilkonzern Controls. Auch dort, wenn Sie in Ihren Haushalt schauen, dort sind wir im Wesentlichen tätig in Steuergeräten für weiße Ware, das heißt typischerweise in den Waschmaschinen, in den Herden. Da kommt die Elektronik von der Firma Deal, die tätig eingesetzt wird. Und dort sind wir natürlich auch auf dem Weg für Smart Home, Vernetzungen und, und. Der vierte Teilkonzern bei uns, das ist der Teilkonzern Metering. Dort stellen wir Messgeräte für Wasser, Gas, Strom her, auch weltweit aufgestellt. Dort stellen wir auch die Fernauslesesysteme und Funkmodule her, sodass niemand mehr in den Keller gehen muss, die Wasserzähler ablesen muss, sondern die werden wirklich remote ausgelesen. Und hier spielt natürlich das Thema Smart Home Vernetzung auch eine wesentliche Rolle. Und ganz, ganz klar, aufgrund dieser Vernetzung und des Auslesen remote ist dort auch Cybersicherheit und Cyberkontrolle ein wesentliches Thema. Dann der fünfte Teilkonzern, von dem ich CEO bin, der Teilkonzern Defense, wo wir auch sehr enge Verbindungen mit Hensoldt haben, gerade im Radarbereich arbeiten wir dort sehr zusammen. Dort sind unsere wesentlichen Produkte, sind Lenkflugkörper, Lenkflugkörpersysteme für das Heer, für die Luftwaffe und für die Marine. Als Beispiel möchte ich mal nennen, wir rüsten ca. 80% der Bewaffnung des Eurofighters, kommt von der Firma Deal. Und ein ganz besonderes Produkt, das Vorzeigeprodukt der Luftflugkörper Iris-T, ist eine wesentliche Ausrüstung vom Eurofighter. Und dieser Flugkörper, und das ist ein gutes Beispiel auch für europäische Kooperationsprogramme, wurde zusammen mit 6 Nationen in der Vergangenheit entwickelt, nämlich mit Norwegen, Schweden, Deutschland, Italien, Griechenland und Spanien. Wir haben auch sehr viele transatlantische Kooperationen. Darum ist auch für uns sehr, sehr wichtig die Politik, die derzeit in den USA verfolgt wird, zum Beispiel das Schiffsschutzsystem der Flugkörper REM, Rolling Airframe Missile, der in der transatlantischen Kooperation entwickelt wurde, fortgeführt wird und auch weltweit vertrieben wird. Ein wesentliches Thema ist für uns auch das Thema taktisches Luftverteidigungssystem, das Sie immer wieder in der Presse sehen. Dort werden wir den Zweitflugkörper Iris-TSL liefern, beziehungsweise sind für diesen vorgesehen. Wir machen auch Schutzsysteme für Landfahrzeuge, Flugzeuge und Schiffe, auch Drohnenabwehr. Auch dort arbeiten wir mit der Firma Hensoldt zusammen, ist für uns ein wesentliches Thema. In Summe können wir sagen, im Bereich des Teilkonzern Defense, dort sind wir europäischer Technologie- und Marktführer bei der IR-Technologie und bei Infrarot-Suchköpfen. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, auch in der vorgesehenen Kooperation mit Frankreich, gerade im Bereich FCAS, im Bereich MGCS, dass wir dort dann auch von der deutschen Politik entsprechend unterstützt werden, um in diesen Programmen entsprechend kooperieren zu können. Was ist unser Selbstverständnis? Was sind unsere Triebfedern bei Deal? Wir sind als Deal eine Familienstiftung und der Stiftungszweck von uns ist die Sicherung von Arbeitsplätzen in Deutschland und die Weiterentwicklung eines innovativen Produktportfolios, das wir heute bei Deal haben und das wir natürlich entsprechend nach vorne bringen möchten. Wir beim Teilkonzern Defense ganz speziell, wir stehen für Leben in einem sicheren Umfeld und Technologie für Frieden und Freiheit. Und wir sehen uns verpflichtet gegenüber der Bundeswehr und verbündeten Partnern mit den bestmöglichen Systemen und der bestmöglichen Ausrüstung, diese entsprechend zu versorgen. Der Herr Müller, der hat ja schon viele Punkte, hat einen kompletten Abriss, einen kompletten Schirm gegeben, was uns auch betrifft bei der Bundeswehr. Ich möchte eigentlich nur ergänzend noch ein paar Aussagen dazu machen, dass die Wehrtechnik, die Industrie muss immer aus unserer Sicht im Gesamtzusammenhang mit der Bundeswehr, mit der verbündeten Partner betrachtet werden. Und für mich gibt es dort im Wesentlichen
drei große Erfolgsfaktoren von der Industrieseite, auf die wir uns einstellen müssen, beziehungsweise die sehr wichtig sind für uns. Zum einen ist es eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden, das heißt mit der Bundeswehr, mit verbündeten Staaten, sowie produktspezifische Kooperationen mit nationalen und internationalen Partnern für gemeinsame Entwicklungen. Und da habe ich natürlich ganz klar den Blick Richtung FCAS, Richtung MGCS, aber natürlich auch mit anderen Nationen. Ein zweiter ganz, ganz wichtiger Punkt für die Industrie aus meiner Sicht ist, dass wir eine mittel- und langfristige Planbarkeit benötigen, damit wir auch entscheiden können, wo setzen wir unsere Investitionen an. Denn wir können uns aus Industriesicht uns jetzt nicht leisten, dass wir viel investieren in Produkte und Themen, die schlussendlich dann doch vielleicht nicht zu einem Vertrag führen, der vielleicht am Anfang vorgesehen war. Und der dritte Punkt, ganz, ganz wichtig für uns, ist eine verlässliche Exportpolitik. Auch im Vergleich zu anderen Ländern, da sehen wir einfach immer wieder in Deutschland, dass wir sehr, sehr lange brauchen, bis über Exportthemen entschieden wird und dann oft wir Produkte schon auf dem Hof stehen haben, schon entwickelt haben, schon produziert haben und wir immer noch auf eine Exportgenehmigung warten. Das war ein ganz, ganz kurzer Abriss zusätzlich zu dem, was der Herr Müller erwähnt hat. Und gerne stehe ich natürlich für Fragen bereit und freue mich auf die Diskussion. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank auch an Sie, Herr Rauch, für Ihren einführenden Beitrag, für das kleine Statement. Es ist jetzt vorgesehen, dass ich ein paar Fragen, die ich vorbereitet habe, an die Diskutanten stellen werde. Und ich würde gerne mit dem Herrn Müller anfangen. Herr Müller, Sie haben ja schon ja, einige, sage ich mal, Herausforderungen, möchte ich es jetzt mal nennen. Es soll man nicht immer von Problemen sprechen, die bei dem Thema Materialbeschaffung der Bundeswehr auch ja, Ihnen, sage ich jetzt mal, Kopfzerbrechen vielleicht bereiten und für Sie problematisch sind. Welche Prioritäten müsste die deutsche Verteidigungs- und Rüstungspolitik denn im Bereich der Materialbeschaffung vor dem Hintergrund dieser doch etwas auch von Herrn Brandl eingangs skizzierten veränderten Sicherheitslage und Architektur denn jetzt setzen? Weil wir haben inzwischen eben auch Konflikte in der Ostukraine, die nicht besonders weit global gesehen von uns entfernt sind. Der Nahe Osten und auch Nordafrika sind zum Teil in Kriege verwickelt, beziehungsweise ich an den Jemen denke, Nordafrika in Teilen, Libyen höchst instabil. Welche Prioritäten müsste man hier bei der Materialbeschaffung denn setzen? Was ist im Grunde die Zukunft der ja, Verteidigungspolitik und damit auch der Mittel, die beschafft werden müssten? Also zunächst einmal können wir natürlich nicht für unser Verteidigungsministerium sprechen und sagen, also ihr müsst das und das machen. Ich glaube, diesen Fehler hat man vor allen Dingen in Zeiten gemacht aus der Verteidigungsindustrie heraus, als es doch sehr stark um Einsparungen ging, dass man immer gesagt hat, ja, ihr müsst aber das und das beschaffen. Ich glaube, das ist sicherlich etwas, was wir als Verteidigungsindustrie gemeinsam im Dialog mit dem Verteidigungsministerium inzwischen sehr weit gebracht haben. Das Verteidigungsministerium sagt ganz klar, wo sind die Fähigkeitslücken, wo muss investiert werden. Aber ich möchte das bestätigen, was Sie angesprochen haben, Herr Tenbüggen. Es ist natürlich schon so, dass die Bundeswehr sich heute in einem vielfältigen Bedrohungsszenario befindet oder sich einem vielfältigen Bedrohungsszenario gegenübersieht. Nicht nur die Heimatverteidigung, wie es noch in den 80er Jahren zu Zeiten des Kalten Krieges der Fall war, sondern sehr stark auch in bestimmten Auslandseinsätzen, wo unsere Soldaten auch sehr stark exponiert sind und auch natürlich sicherlich auch immer eine Gefahr für Leib und Leben besteht. Und das bringt mich schon dazu, wo müssen wir Schwerpunkte setzen? Das eine ist sicherlich der Schwerpunkt, veraltetes Gerät durch modernes, neues Gerät zu ersetzen. Und Herr Brandl, Sie haben es gesagt, der Tornado ist veraltet. Und da müssen wir etwas tun. Wir müssen den ersetzen mit modernen Systemen, denn sonst gefährden wir unsere Soldaten. Wir müssen darüber hinaus in modernes Gerät investieren, das auch den modernen Bedrohungsanforderungen entspricht und eine glaubwürdige Abschreckung zur Verfügung stellt.
Jetzt muss ich sagen, das Ganze hört sich so an, okay, da müssen wir ja wahnsinnig viel investieren. Wir müssen investieren, um diesen Weg zu gehen, aber natürlich in der Einbettung, also gemeinsam mit unseren Partnern in Europa, in der NATO und natürlich auch nach wie vor die transatlantischen Beziehungen. Das ist die Achse, um die sich nach wie vor bei uns in Europa alles dreht. Egal, wie der jetzige Präsident redet, das bleibt eine Grundlage von einer glaubwürdigen Verteidigung und einer glaubwürdigen Abschreckung in Europa. Darüber hinaus gibt es aber ganz naheliegende Verbesserungen. Also nicht nur die Investitionen in moderne Waffensysteme, dort, wo wir aufgrund des 25 Jahre dauernden Friedensdividende einfach den Anschluss verloren haben ein bisschen. Und es geht auch ganz konkret darum, die bestehenden Systeme, die wir haben, die Ausrüstung unserer Soldaten, die Ausrüstung, die wir auch nach wie vor als nicht veraltet sehen können, diese Ausrüstung muss funktionieren. Und Sie hatten im Eingangsstatement ja gesagt, die Schiffe, da fahren nicht viele Schiffe, da fahren nur ein paar von den Schiffen. Wir hatten diesen Fall von unseren U-Booten, wo der größte Teil der U-Boote, wenn nicht alle, eine kurze Zeit im Dock gelegen sind, weil teilweise keine Ersatzteile da waren. Und auch hier, Herr Brandl, Sie haben es angesprochen, wir müssen unsere Beschaffungsteile, diese Beschaffungsadministration der Bundeswehr, die muss sich auf eine neue Umgebung einstellen. Das heißt, Ersatzteile müssen sehr schnell vorhanden sein. Da müssen wir neue Wege gemeinsam mit der Industrie finden. Wir haben Vorschläge dazu gemacht. Ich glaube auch, dass wir da sehr schnell die Einsatzfähigkeit unserer Systeme verbessern könnten. Wir brauchen genug Munition, um nicht nur nach 44 Sekunden keine Munition mehr zu haben, wie es in einigen Bereichen auf den Schiffen ist. Helmut, ich glaube, du kennst das Thema. Und wir brauchen dazu auch einfach, ganz einfache Ersatzteile, die sicherstellen, dass ein Panzer eben nicht 5 Monate ausfällt, weil eine bestimmte Schraube nicht zur Verfügung steht. Da kann man eine Menge machen und das müssen wir auch tun. Also wir haben zwei Themen. Wir haben auf der einen Seite moderne Ausrüstung, die beschafft werden muss, die neu entwickelt werden muss. Und wir haben auf der anderen Seite die bestehenden Systeme, die mit einer Customer-Based Logistik wieder sehr viel schneller in den Einsatz gebracht werden können. Also das zu den Prioritäten der deutschen Verteidigungspolitik, so wie wir sie sehen. Ja, vielen Dank, Reinhard, weil jetzt die Politik auch direkt angesprochen wurde und du hast vorhin ja auch über die Probleme, Herausforderungen im Bereich der Beschaffung, des Beschaffungsamtes der Bundeswehr auch gesprochen. Was Herr Müller gerade gesagt hat, man erkennt ja im Ministerium einen Handlungsbedarf, hat also eine sicherheitspolitische Einschätzung, eine Lageeinschätzung. Gleicht dann ab, sind wir bereit, sind wir in der Lage, auf diese Herausforderungen eine Antwort zu haben? Können wir diese politische Situation bedienen sozusagen? Dann kommt man zu einer Erkenntnis, nein, das geht eigentlich nicht, weil Material fehlt oder ist nicht einsatzbereit oder der Puma fährt nicht oder was auch immer. Wie kann es sein, dass man über so viele Jahre diesen Beschaffungsprozess nicht so den Realitäten anpasst? Hier ist eine Frage von Vincent Ellison auch gerade gekommen, der fragt, die Welt dreht sich immer schneller, die Wirtschaft, die Entwicklungen drehen sich immer schneller. Wenn wir da mit einer Beschaffungsherangehensweise aus den 60er Jahren, ich überspitze jetzt, versuchen, den Bedarf zu decken, dann kann das ja nicht funktionieren. Im Bereich der Arbeitsmarktorganisation, ich nehme jetzt mal die Bundesagentur für Arbeit, hat man ja auch, nachdem es nicht funktioniert hat, bis in die späten 90er Jahre hinein oder in die Nullerjahre hinein, hat man ja auch mit einer Kraftanstrengung die Bundesagentur für Arbeit umgekrempelt und heute, will ich sagen, ist sie super effizient, aber sie arbeitet doch deutlich besser als früher. Warum ist sowas im Bereich der Beschaffung bei der Bundeswehr nicht möglich? Also es gibt im Moment ja bereits eine Reform der Beschaffungsorganisation. Es gab dann eine Taskforce, es gab umfangreiche Untersuchungen, es gab eine Expertenkommission, in der ich auch drin saß, die konkret Vorschläge gemacht haben, wie man die Beschaffung der Bundeswehr neuer
oder beziehungsweise besser auch mit organisieren kann. Wir haben da aber natürlich zwei Herausforderungen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, beziehungsweise ich nur kurz in meinem Eingangsstatement. Das eine ist, dass das Beschaffungsvolumen in den letzten Jahren steil nach oben gegangen ist. Und die Herausforderung mit dem, also natürlich das Beschaffungsvolumen, natürlich auch entsprechendes Personal zur Abarbeitung braucht und das Personal nicht in der Masse gewonnen werden konnte und auch nicht in der Geschwindigkeit gewonnen werden konnte. Sagen wir ein Beispiel, die Vergabe des BMW ist jetzt überwiegend in Koblenz. Es ist jetzt nicht ganz einfach, einen Vergabejuristen mit Fachgebiet Amerika oder Fachgebiet Frankreich mit französischem Recht oder keine Ahnung, holländischem Recht, wir machen ja verschiedene Verträge nach internationalem Recht, dann auch dorthin zu bekommen. So, das ist eine Herausforderung, vor dem ist sie da. Das zweite Problem ist, wenn Sie mit der Vergabestelle sprechen, dann messen die Qualität auch in einer anderen Form. Es geht nicht nur um schnell, sondern es geht auch insbesondere um rechtssicher. Wir haben natürlich auch eine Industrie, die sehr schnell einmal dabei ist, zu klagen und Beschaffungsentscheidungen vor Gerichten überprüfen zu lassen. Und wir haben ein europäisches Vergaberecht, das uns nur in engen Grenzen erlaubt, auch national zu beschaffen. Es kommt dazu, dass wir das Vergaberecht natürlich nochmal besonders streng auslegen und auch die deutschen Gesetze nochmal diesbezüglich den Wettbewerb hochhalten. Das alles führt aber dazu, dass es halt, sagen wir mal, langwierige Ausschreibungsverfahren gibt. Es gibt Wettbewerb, es gibt mehrere Bieter. Und dann eine rechtssichere Entscheidung zu treffen, das kostet Zeit. Aus meiner Sicht zu viel Zeit. Wir müssen schneller werden. Aber es ist nicht so, dass das Problem nicht erkannt ist. Ich würde zu dem, was Herr Müller vorher gesagt hat, vielleicht noch einen Wort sagen. Die Frage, was beschafft werden muss. Also für mich an erster Stelle steht, wenn man mal querschnittlich betrachtet, das Thema Einsatzbereitschaft. Und zwar ist es auch gegenüber dem Steuerzahler, aber auch gegenüber dem Parlament nur schwer zu vermitteln, wenn relativ neue aus allen Bereichen, Boote, Hubschrauber, Flugzeuge, Panzer, wenn die querschnittliche Einsatzbereitschaft unter 50% liegt und wir viele Milliarden Euro dort reingeben und das trotzdem nur in kleinem Maße besser wird. Das ist eine riesen Herausforderung. Thema Einsatzbereitschaft müssen wir besser werden. Und das Zweite, wo ich sehe, ist, wir müssen unsere Beschaffungen und auch die Bundeswehr aus meiner Sicht noch stärker an den Bedrohungen ausrichten. Wir haben eine Situation, in der jahrelang Strukturen ausgehöhlt worden sind. Und der naheliegende Schrei, wenn jetzt mal sagt, ich hatte nur, 50% meines Großgeräts, jetzt gibt es wieder Geld, jetzt will ich aber 100% meines Großgeräts. Dieser naheliegende Ruf, das glaube ich nicht immer zielführend, sondern müssen uns stärker überlegen, was heute uns bedroht. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel in der Bundeswehr relativ wenig Kapazitäten und auch relativ wenig Spezialisten im Bereich des Schutzes von kritischer Infrastruktur im Weltall. Also wenn es jetzt darum geht, wie schützen wir jetzt unsere Satelliten, die für unser Leben hier in Deutschland von eminent großer Bedeutung sind. Jeder Mensch nutzt mehrmals am Tag in irgendeiner Form eine Satellitenverbindung. Wie schützen wir die vor Angriffen beispielsweise? Dann ist die Bundeswehr relativ blank und sie hat auch relativ wenig Leute, die sich intensiv damit beschäftigen. So. Sie hat sehr viele Panzerfahrer. Herr Müller ist einer von Ihnen, die Panzertruppe hochhalten. Die brauchen wir auch. Aber wir müssen, glaube ich, stärker den Mut haben, nicht nur unsere Strukturen aufzufüllen, sondern zu überlegen, ob die Strukturen, auch die Fähigkeiten, die wir haben, den Bedrohungsszenarien der jetzt Zeit auch noch angemessen sind. Okay, vielen Dank. Herr Rauch, wollen Sie darauf direkt eingehen oder
meiner kleinen Frage nachkommen, die in die Richtung geht, wenn wir jetzt von Erneuerung sprechen, erhöhten Ausgaben, von denen natürlich auch Ihr Unternehmen profitieren kann, weil Sie zu den Weltmarktführern auch gehören und hervorragende Qualität bieten. Kann man überhaupt mit so einem Prozentziel, 2% von BIP, ist überhaupt noch eine sinnvolle Kennzahl? Oder würden Sie andere Kennzahlen heranziehen, um die Modernität und die Schlagkräftigkeit einer Armee oder einer Truppe insgesamt zu bewerten, jetzt aus einer wehrtechnischen Sicht? Ich denke, da sollte man vielleicht mal ein bisschen den Hintergrund sehen, das 2%-Ziel. Das 2%-Ziel, das wurde ja 2014 auf dem NATO-Summit in Wales festgelegt. Und das war von den Mitgliedstaaten ein selbstgesetztes Ziel, die 2% bis 2024 zu erreichen. Und wenn man immer so den amerikanischen Präsidenten in der Presse hört und in seinen Auftritten, dann hört sich das immer so an, jeder NATO-Staat, der sollte 2% irgendwo in die NATO einzahlen. So ist es ja nicht. Wenn wir heute die Zahl anschauen, in 2019, da hatten wir, ich glaube, so 1,39% vom Bruttoinlandsprodukt haben wir ausgegeben, eben für die Bundeswehr, für Rüstungsthemen. Und grundsätzlich wurde ja in der Vergangenheit, das, was der Herr Dr. Brandl schon erwähnt hat, ich glaube, der Schnitt hatten Sie erwähnt, Herr Dr. Brandl, der Punkt war so 2014, ist ganz klar, da wurde für die Bundeswehr zu wenig ausgegeben. Und das sieht man heute noch aufgrund der wenigen Ersatzteile, aufgrund veralterter Systeme, dass einfach die Verfügbarkeit heute noch nicht da ist, wo man sie gerne hätte. Man sieht aber in den letzten Jahren, da wurde in der Bundeswehr sehr, sehr viel getan. Es wurden viele neue Projekte wurden gestartet, wo man die Auswirkungen und die Verbesserungen, die sieht man jetzt Schritt für Schritt. Und die militärische Leistungsfähigkeit aus meiner Sicht kann man nicht rein am 2%-Ziel messen. 2%-Ziel ist mit Sicherheit ein Indikator, aber nicht alleine. Es gibt andere Indikatoren. Und was absolut erforderlich ist für die Bundeswehr, sind natürlich Technologien und militärisch überlegene Fähigkeiten, die nicht immer nur rein am Geld gemessen werden können. Geld ist eine Bewertung, das 2%-Ziel ist eine Bewertung aus meiner Sicht von mehreren Größen. Ein bisschen Kritik an der 2%-Zahl möchte ich in der Hinsicht sehen. Wir können uns ja alle vorstellen, wenn das Bruttoinlandsprodukt jetzt zum Beispiel durch die Corona-Krise gewaltig in die Knie geht, dann sind wir näher am 2%-Ziel, obwohl wir für die Bundeswehr gar nichts getan haben und nicht ein neues Großgerät in die Bundeswehr einfließen wird. Darum 2%-Ziel alleine nicht der absolute Indikator. Meine Position von der Deal-Seite, und ich glaube, das trägt die wehrtechnische Industrie absolut mit, dass die Ziele wirklich im Gesamtzusammenhang gesehen werden müssen. Und dazu gehört aus meiner Sicht einmal das Material, einmal das Personal und natürlich einmal auch die Infrastruktur. Und nur dieses Zusammenwirken von allen diesen Elementen kann natürlich zu einer erfolgreichen Bundeswehr führen. Und vorher wurde es schon erwähnt, was nützt es, wenn wir viele U-Boote haben, aber das Personal steht dafür nicht zur Verfügung, sondern die Kombination muss einfach in Summe stimmen, damit es im Einklang steht. Und darum aus meiner Sicht, das 2%-Ziel, glaube ich, ist wichtig, dass wir in diese Richtung gehen, ist ein wesentlicher Indikator, aber eben nicht der alleinige. Die anderen Kombinationen, die anderen Faktoren müssen entsprechend mit berücksichtigt werden. Vielen Dank, sehr interessant. Da möchte ich gleich mal an Sie beide, Herr Rauch und Herr Müller, die Frage anschließen. Wenn man sich jetzt überlegt, dass Deutschland ja in vielen Bereichen relativ teuer ist, ja, Personal ist teuer, Personal ist knapp, wir haben demografischen Wandel, müssen wir nicht an der Stelle, es gibt ja in der Wirtschaftspolitik so ein Sprichwort, wir müssen um das besser sein, um das wir teurer sind auf dem Weltmarkt. Verhält es sich nicht bei der, ich sag jetzt mal, Ausrüstung oder der generellen Ausstattung unserer Streitkräfte auch ein wenig so, dass man vielleicht stärker auf moderne oder die modernsten Technologien zurückgreifen muss? Ich denke hier auch an alles, was mit autonomem Fliegen, Fahren, Schießen zu tun hat.
Abwehren, Cyberabwehr, dass wir gar nicht mehr so sehr in die Frage kommen, wie groß ist unsere Personalausstattung. Natürlich braucht es an einer gewissen Stelle Experten. Aber so die landläufige Meinung ist ja, dass man in Zukunft eher so eine Art Computer-Auseinandersetzung, wenn ich jetzt das Paarwort mal vermeiden soll, führen würde. Und gar nicht mehr jetzt irgendwie 100.000 deutsche Soldaten gegen 100.000, ich sage jetzt mal, russische Soldaten irgendwo marschieren. Das ist ja längst überkommen. Also ist nicht die deutsche Industrie auch ein Stück weit angehalten, an der Stelle ihre technologische Überlegenheit auszuspielen und dann diese Personaldiskussion gar nicht mehr so in den Vordergrund tritt? Ja, Herr Tenbüggen, wir haben natürlich in der Hinsicht schon ein Problem und ich hatte es vorhin angesprochen. Wir müssen immer den Menschen als den letztendlichen Entscheider sicherstellen, bevor wir eine Waffe einsetzen oder ein Waffensystem einsetzen. Wir dürfen das auf keinen Fall irgendwelchen Robotern überlassen. Dennoch müssen wir, und das können wir in Deutschland, und das sehen wir auch auf den Weltmärkten, unsere hervorragende Technologie dafür einsetzen, gezielt dafür einsetzen, dass wir den Personalbedarf reduzieren. Und jetzt spreche ich ein bisschen, jetzt bewege ich mich auf dünnes Eis, wenn ich sage, das MKS 180 soll ja gerade trotz der wesentlich höheren Kampffähigkeit, die dieses Schiff hat, mit weniger Personal auskommen, weil man eben das Personal dahingehend auch sehr stark technologisch unterstützt, mit Sensoren unterstützt, mit Effektoren unterstützt, wie eben von unserer Partnerfirma Diehl. Also da gibt es eine ganze Reihe von Entwicklungen, die genau in die Richtung gehen, die Sie gerade beschrieben haben, nämlich eine höhere oder eine Kampfwertsteigerung zu erreichen aufgrund unserer Technologie mit weniger Personal. Nur ich möchte wirklich eins herausstellen, wir dürfen nicht in die Richtung gehen, dass wir den menschlichen Faktor in einer Auseinandersetzung, wo immer der stattfindet, durch künstliche Intelligenz oder durch Roboter ersetzen. Das heißt nicht, dass wir es unterstützen. Denn dort, wo wir das menschliche Wahrnehmungsvermögen, die menschliche Entscheidungsgeschwindigkeit unterstützen können, beschleunigen können, um einer Bedrohung gerecht zu werden, müssen wir das immer tun. Ich möchte vielleicht kurz auf eins eingehen, weil Sie sagen, auch im weltweiten Zusammenhang. Also unsere Technologie hier in Deutschland, auch in der Verteidigung, ganz besonders in der Verteidigung, ist nach wie vor eine Technologie, die Benchmark ist weltweit. Man sieht das nicht so, weil wir natürlich gerade in Deutschland auch Exportrichtlinien unterliegen, die sehr, sehr, sehr eng sind und sehr kritisch sind, was wir auch wieder sehen. Dort, wo wir hinliefern können und dürfen, nach den Richtlinien des Bundes, sind wir sehr wettbewerbsfähig. Obwohl wir natürlich aus Deutschland heraus oftmals teurer sind, aber unsere Produkte, das sagt man, deutsche Produkte sind nach wie vor und immer noch Benchmark weltweit. Und ich glaube, davon können wir auch weiterhin zehren. Aber noch einmal zurückzukommen auf den Export, wenn Sie mir erlauben. Wir müssen natürlich zumindest mal in Europa Exportrichtlinien vereinheitlichen. Denn wir haben ja immer wieder die Schwierigkeit, dass unsere Partnerländer, wir haben vorhin über den Eurofighter gesprochen, der ein multinationales europäisches Programm ist, Engländer, Italiener, Deutsche, Spanier. Wir haben dort immer wieder Themen im Export, wo manchmal vielleicht nur eine Schraube fehlt, die aus Deutschland kommt und deren Exportgenehmigung nicht erteilt wird, weil man eigene Vorstellungen von Exportrichtlinien hat, die europäisch nicht geteilt werden. Also hier eine Annäherung, eine Harmonisierung zu erreichen, ist von herausragender Wichtigkeit für unsere Industrie. Denn auch wenn wir sehr hohe Steigerungsraten hatten in den Beschaffungen, in den zukünftigen Beschaffungen noch haben werden auch, reicht das nicht aus, um unsere Industrie alleine aus Deutschland in diesem Benchmark-Level zu halten. Verstanden. Reinhard, vielleicht direkt darauf, sind wir zu blauäugig am Weltmarkt? Andere wie die Franzosen, Amerikaner sowieso, aber ich könnte mir auch vorstellen, die Chinesen gehen da nicht so zimperlich vor und die prüfen nicht alles fünfmal, sondern da wird einfach verkauft, was verkauft werden kann. Wenn das wir ethische Standards folgen, ist ja gut und schön. Dafür sind wir auch eine
zivilisierte Kulturnation. Aber wie Herr Müller gerade sagt, übertreiben wir es da nicht vielleicht ein bisschen und sind zu unabgestimmt mit den Nachbarn? Ich würde zu beiden Punkten jetzt was sagen. Ich möchte jetzt aber zuerst ganz kurz auf das sagen, was der Herr Marc-Tenbückner am Anfang gesagt hat. Die zukünftigen Bedrohungen sind jetzt eher nicht nur die Computer und die Hacker und so weiter. Das große Problem ist, dass neue Bedrohungen und Aufgaben für die Bundeswehr aufkommen, aber keine alten verschwinden. Also das heißt, ich nehme mal so das klassische Beispiel mit Panzer. Das sind natürlich in Szenarien der Landes- und Bündnisverteidigung, Stichwort Ukraine, Stichwort baltische Länder, NATO-Bündnisverteidigung im Osten, an der Ostflanke der NATO, wo sozusagen die klassische Landkriegsführung immer noch, ich sag mal, die dominierende Rolle spielt. Wir verlegen dort der ganze Bataillone hin für einen gewissen Zeitraum, um dort zu. Also das bleibt bestehen. Genauso bleibt bestehen die Stabilisierungseinsätze, Stichwort Mali, Stichwort Afghanistan. Wir haben die Lufteinsätze, das heißt auch jetzt im Osten Luftraumüberwachung beispielsweise, aber auch, wenn ich mit Blick auf Raketenabwehr eingehe, wir haben eine zunehmende Proliferation von Massenvernichtungswaffen, von Raketentechnologien. Das heißt, das wird in Zukunft auch noch steigern. Dazu kommt Cyber, dazu kommt Weltraum und, und. Also das Problem, vor dem wir stehen, ist, dass die Herausforderungen immer breiter werden und nicht verschwinden, aber die Bundeswehr sich auf jedes Szenario möglichst einstellen soll. Und das ist auch unser Anspruch darauf. Und damit wir natürlich immer wieder in eine schwierige Priorisierungsentscheidung kommen. Zum Thema Export. Grundsätzlich muss klar sein, wenn wir in Europa große Rüstungsprojekte gemeinsam fahren. Da ist Eurofighter ein Beispiel, FCAS wird ein weiteres sein, MGCS und wie sie dann alle heißen. Dann muss klar sein, dass das nur gelingen wird, wenn wir uns mit unseren europäischen Partnern verbindliche Exportrichtlinien geben. Das heißt, wenn ein Land zum Beispiel sich entscheidet, in ein anderes Land zu liefern, dass Deutschland diese Entscheidung dann auch akzeptiert und nicht wegen einer kleinen Schraube dann plötzlich große Verträge aufhält. Wenn wir das nämlich nicht machen, dann wird es so sein, dass es keine großen Vorhaben geben wird. Also ich kriege es jetzt ja mit, was weiß ich, bei FCAS oder bei Eurodrone und so weiter. Das heißt, für unsere Partner ist ganz wichtig, für die bündnisfähig, also für gemeinsame Entwicklungsvorhaben mit uns, dass sie verlässlich sich darauf verlassen können, dass wenn sie sich für einen Export entscheiden, dass sie dann liefern können. Da müssen wir besser sein und da hat insbesondere das Verhalten unseres Koalitionspartners, unserer internationalen Glaubwürdigkeit in den letzten Jahren echt klar, Schaden genommen. Also was wir Ärger mit den Engländern hatten, weil wir bestimmte Eurofighter-Ersatzteile nicht mehr geliefert haben, das hat auch Europa aus meiner Sicht massiv geschafft. Zum Export, man muss wissen, Export für Rüstungsgüter ist jetzt nicht in erster Linie eine Wirtschaftsförderung. Das mag vielleicht die Industrie anders sehen, sondern es ist vor allem auch ein Instrument der Außenpolitik, um bestimmte Abhängigkeiten zu steuern und bestimmte Abhängigkeiten einzugehen. Das heißt, wenn wir ein Gut in ein Land liefern, dann steht dahinter nicht nur mal die einmalige Lieferung, sondern auch, sag mal, ein Commitment für Support, für Lieferketten und dann auch für die entsprechenden Wartung und Ersatzteile. Damit begibt sich ein Land in unsere Abhängigkeit. Genauso wie wir, wenn wir jetzt beispielsweise die F-18 aus Amerika kaufen oder ein anderes amerikanisches Produkt, abhängig sind von der Zustimmung Amerikas, auch beim Einsatz dieses Produktes. Also es wird sicher so sein, bei der F-35 wahrscheinlich noch mehr wie bei der F-18, dass wahrscheinlich, wenn es wirklich hart auf hart kommt, ohne Zustimmung, implizite Zustimmung des Lieferlandes, werden sie kein Produkt einsetzen. Und ich finde, wir müssen diese Diskussion auch unter dem Aspekt nochmal stärker führen. Viele Länder
jetzt gerade auch im arabischen Raum, haben eigentlich kein Problem, auch im afrikanischen Raum, die haben kein Problem, Rüstungsgüter zu bekommen, sondern die Russen oder die Chinesen oder vielleicht auch die Amerikaner würden sie sofort liefern. Die wollen sich nicht nur diesen Ländern ausliefern, sondern die wollen sagen, sie wollen bewusst eine Abhängigkeit zu uns eingehen und sozusagen ihre Abhängigkeiten damit streuen. Und das kann man jetzt natürlich sagen, das wischen wir alles von uns und aus moralischer Sicht ist es besser, überhaupt nichts in irgendjemand zu liefern. Dann müssen wir uns aber auch vorwerfen lassen, dass wir dann keine Möglichkeiten mehr des Einflusses haben. Das ist der Spagat, vor dem wir im Moment an vielen Stellen oder bei Exportfragen stehen. Okay, vielen Dank, lieber Reinhard. Herr Rauch, jetzt zu dem Thema nochmal konkret auch aus Ihrer Sicht. Sie haben etwa 2.500 Mitarbeitern bei Deal Defense, 560 Millionen Euro Umsatz. Da würde man jetzt hier in Deutschland sagen, klassischer Mittelstand, ja, von der Größenordnung her, größerer Mittelstand. Wie sehen Sie das denn als ein größerer Mittelständler auf dem Weltmarkt? Ja, Sie sind, bin ich mir sicher, auf dem einen oder anderen Gebiet Technologie und damit wahrscheinlich auch Marktführer, Weltmarktführer, wird auch gerne als Hidden Champion bezeichnet hierzulande. Wie fühlen Sie sich an der Stelle eingebunden, beziehungsweise gehen Sie da unter zwischen den ganz Großen, ja, die man so Land auf Land abkennt? Oder sagen Sie, nee, Sie fahren eigentlich ganz gut, weil in der Regel Sie ohnehin in einem Produkt mit drin stecken, beispielsweise jetzt mit der Iris-T im Eurofighter und dann wird das komplett im System geliefert. Und insofern ist es für Sie eigentlich eine ganz kommode Situation. Oder würden Sie sich mehr positive Awareness auf ein mittelständisches, mehr technisches Unternehmen in Deutschland wünschen? Den Export. Ja, vielleicht bevor ich auf den Mittelstand eingehe, nochmal das, was der Herr Dr. Brandl erwähnt hat, so eben bezüglich Export. Also das kann ich absolut aus Industriesicht nur unterstreichen und seine Aussagen unterstützen, weil wir gerade bei Deal Defense, und ich gehe davon aus, bei dir Thomas, bei Hensel sieht es ähnlich aus, wir Produkte natürlich mit Exportgenehmigungen in Länder geliefert haben. Und dann, wenn diese Produkte dann zur Reparatur zu uns ins Haus kommen, dann ist es ja so, dass dann eine neue Exportgenehmigung beantragt wird, um dieses Produkt, das dem Kunden gehört, zurückzuliefern. Und da hatten wir in der Vergangenheit die Erfahrung öfters gemacht, dass das Produkt bei uns war, das Produkt wurde repariert und der Kunde, dem mussten wir dann leider mitteilen, wir können ein eigenes Produkt nicht mehr zurücksenden, weil wir haben keine Exportgenehmigung. Das Produkt lag dann bei uns 1-2 Jahre, bis wir es wieder an den Kunden zurückliefern konnten. Und Sie können sich vorstellen, was dieser Kunde bezüglich dem Land Deutschland dann sagt, ich habe ein Produkt gekauft, ich schicke es zur Reparatur und ich kann es nicht mehr bekommen. Da kommt natürlich dann der Punkt, das ist ja eigentlich Diebstahl, was wir hier machen. Und darum denke ich, brauchen wir gerade bei solchen Themen eine absolut zuverlässige Exportregelungssituation, die harmonisch sein sollte oder harmonisiert sein sollte mit den anderen europäischen Ländern. Nun zum Thema Mittelstand. Mittelstand ist ja durchweg positiv gesehen bei uns in Deutschland, ist ja gar keine Frage. Der Mittelstand, der steht für viele Arbeitsplätze, Zuverlässigkeit, der steht für Qualität, der steht für das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, Commitment zu Technologien und eine ganz klare Mitarbeiterorientierung. Wir von Deal Defense aufgrund unseres Umsatzes, der inzwischen mehr als bei 500 Millionen Richtung 600 Millionen geht, da sehen wir uns eigentlich nicht mehr als klassisches Mittelstandsunternehmen, sondern schon vergleichbar mit den etwas größeren Playern, die hier in dem Markt unterwegs sind. Die Herausforderungen, die wir typischerweise beim Mittelstand sehen, die sind allerdings ganz, ganz ähnlich, wie wir die bei größeren Unternehmen haben oder auch bei uns haben. Und wenn wir uns im Wettbewerb mit den internationalen Partnern sehen, dann sehen wir uns oft gegenüber Firmen aus anderen Ländern, die stark staatlich unterstützt sind, die großen staatlichen Einfluss haben und auch ganz, ganz große politische Unterstützung bekommen. Das heißt, wenn wir in Ländern unterwegs sind, da sehen wir oft, dass da parallel mit diesen Firmen ein Verteidigungsminister antritt, ein Präsident antritt, der mehr oder weniger sofort sagt, eine Exportgenehmigung zu erhalten, ist überhaupt kein Problem. Das können wir natürlich aus Industriesicht in Deutschland nicht, sondern wir müssen natürlich wirklich den Weg gehen,
eine Exportgenehmigung offiziell zu beantragen. Und da warten wir oft, ja, sage ich mal, Monate, manchmal auch Jahre. Manchmal haben wir die Produkte auch schon produziert, könnten die liefern, aber wir warten dann immer noch auf die Exportfreigabe. Da würde ich mir von der Politik wünschen, wie erwähnt, eine Harmonisierung innerhalb Europas, dass wir dort wirklich mit, sagen wir mal, mit Waffengleichheit gegenüber den Konkurrenten aus Frankreich, aus England, aus USA antreten können. Wir sehen, dass es Bestrebungen gibt bei uns, das Ganze zu verbessern und sagen wir mal, zu harmonisieren. Aber ich glaube, so wie ich das sehe, auch vielleicht die Frage an den Dr. Brandl, ich sehe, das wird noch ein langer Weg sein. Oh ja. Wir haben hier gerade auch, Reinhard, ganz kurz. Also vielleicht mal ganz kurz, der Punkt ist folgender. Das ist ja eine Frage der Politik und ich meine, wir haben jetzt im Moment den Koalitionspartner SPD, der ist bei dem Thema Export sehr, sehr kritisch. So, und das wird sich jetzt, ich sag mal, mit in der Konstellation aus meiner Sicht nicht substanziell verändern. Jetzt kann man sich überlegen, welche Alternativen es gibt. Ob es damit sehr viel besser aus Sicht der Industrie wird, weiß ich nicht. Man muss auch sehen, dass sich die Sicherheitslage in den letzten Jahren natürlich auch massiv verändert hat. Also ich sage mal so Länder wie Saudi-Arabien als Beispiel, der viel, früher eine ganze Reihe von Produkten aus Deutschland abgenommen hat, die entwickeln sich natürlich in einer Art und Weise, die es auch schwierig macht, ich sag mal, dorthin guten Gewissens oder mit verantwortbar noch was zu liefern. Ja. Und auch, sagen wir, NATO-Partner Türkei, auch das ist eine schwierige, das ist im Moment eine schwierige Situation. Das ist nicht ganz einfach. Also diese außenpolitische Lage macht es uns natürlich in der Argumentation auch nicht unbedingt einfacher. Möchten Sie da direkt drauf nochmal eingehen, Herr Rauch, oder war das aus meiner Sicht natürlich, ich kann die Argumente von Dr. Brandl durchaus nachvollziehen, ist auch verständlich, ist gar keine Frage. Trotzdem der große Wunsch natürlich, wenn wir politisch in die Richtung arbeiten können, dass wir in eine ähnliche Kategorie kommen bezüglich Exportgenehmigungen wie Frankreich, wie England, dann glaube ich, ist uns sehr, sehr stark geholfen. Denn wir arbeiten ja, oder unser Ziel ist es, gerade beim FCAS, beim MGCS mit Frankreich zusammenzuarbeiten. Und wie auch vorher der Dr. Brandl erwähnt hat, diese Zusammenarbeit kann nur auf einer fairen und technologischen Basis stattfinden, wenn beide Länder ähnliche Regelungen bezüglich Exportgenehmigung haben. Denn Frankreich möchte nicht einen deutschen Partner haben und hinterher wegen einer Schraube dann ihr Produkt nicht exportieren dürfen. Ich glaube, es sind zwei verschiedene Baustellen. Das eine Baustelle, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Das ist das Thema Vereinheitlichung. Das ist das Thema Europa und insbesondere bei gemeinsamen Rüstungsprojekten, dass man dann gemeinsame Rüstungsexportrichtlinien hat. Weil wenn wir das nicht schaffen, dann wird es keine gemeinsamen Rüstungsexportrichtlinien, wird es keine gemeinsamen Rüstungsprojekte geben. Ja. So. Die Frage ist, was machen wir bei rein nationalen Projekten? Ich finde, wir müssen uns auch dort besser mit der Lageeinschätzung aus den anderen Ländern abstimmen. Ich glaube aber nicht, dass es gelingt, dass man das komplett auf eine europäische Ebene hebt, weil ich glaube auch, dass die anderen Länder das nicht mitmachen wollen, vielleicht aus anderen Gründen wie bei uns. Es wäre aus Industriesicht natürlich einfacher, es würde auch Wettbewerbsverzerrungen vermeiden. Europa würde auch stringenter auftreten, aber ich glaube, das bei einzelnen nationalen Themen ist es eine große Herausforderung. Ich weiß nicht, ob das auf europäischer Ebene auf absehbare Zeit geht. Wir haben zum Thema Wartung noch eine interessante Frage eines Zuschauers. Und zwar vom Herrn Robert Brunner. Er fragt, gibt es bei Defense-Systemen auch produktübergreifende Plattformen analog zur Automobilbranche für Pkw-Modelle, damit man Lieferprobleme vermeiden kann? Oder sind dann, anders gefragt, würde ich formulieren, sind alle Systeme so unique und so spezifisch,
dass man sie immer nur zum eigentlichen Hersteller zurückschicken muss oder kann. Also kann ich vielleicht ein paar Sätze dazu sagen. Also es gibt Plattformen im beschränkten Maße. Also berühmte Plattform ist der Leopard 2 Panzer, dessen Wanne zum einen für Bergepanzer verwendet wird, für Kräne verwendet wird, für Brückenlegepanzer verwendet wird. Also da gibt es im Bereich der gepanzerten Fahrzeuge gibt's eine gewisse Plattform. Das zweite ist mit der Wartung. Also wir versuchen natürlich auch unabhängig zu sein von der Industrie und zum Teil Wartung durch die Bundeswehr mit durchzuführen. Also zum Beispiel im Bereich des Heeres wird viel Wartung durch die sogenannte Heeresinstandsetzungslogistik mit durchgeführt. Das war bisher auch Linie des BMVGs. Problem ist, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil eigentlich, ich glaube, der Herr Müller hat es vorher angesprochen in seinem Vortrag, eigentlich wäre modern zu sagen, man würde sich so einen Performance-Based Logistics-Ansatz mit den Waffensystemen kaufen. Das heißt, nicht zu sagen, ich kaufe jetzt nur einen Panzer und die Wartung schreibe ich dann selber aus, beziehungsweise mache sie dann selber, sondern der Industrie sagen, ich kaufe einen Panzer und ich will diesen Panzer mit 70% Verfügbarkeit. Und wenn du diese 70% Verfügbarkeit nicht herstellst, dann gibt es entsprechende Pönalen, die die Industrie zahlen muss und das Ganze dann an die Industrie verlagert. Das wäre eigentlich der moderne Ansatz. Er ist natürlich mit Schwierigkeiten behaftet, weil die Bundeswehr natürlich dann auch Wartung, insbesondere im Einsatz, sicherstellen muss und das natürlich mit der Industrie nur in einem beschränkten Umfang möglich ist. Aber das ist mal vielleicht so kurz mal aufgezeigt, vor welchen Fragen wir bei diesem Thema stehen. Wir sind jetzt so langsam auf der Zielgeraden zeitlich. Ich würde jetzt gerne nochmal zum Abschluss im dritten Drittel sozusagen oder im vierten Viertel gerne nochmal etwas politischer werden. Herr Müller, wir diskutieren in Deutschland derzeit relativ öffentlich und intensiv über eine Bewaffnung von Drohnen, die dann eingesetzt werden in verschiedenen Szenarien im Ausland, bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Diese Drohnen sollen ja insbesondere auch der Sicherheit deutscher Truppen dienen, sollen aber auch vor Ort die Bevölkerung logischerweise schützen. Ist diese Debatte für Sie ein Stück weit auch ein Zeichen, dass sich Teile der Politik sowie aber auch der Bevölkerung vielleicht von den Einsatzrealitäten der Bundeswehr entfernt hat? Gibt es hier eine zunehmende Kluft, die Sie auch als wehrtechnisches Unternehmen mit Sorge befällt? Nein, ich glaube nicht, Herr Tempel. Also wir müssen auch immer genau schauen, von was wir reden. Also wenn wir über bewaffnete Drohnen reden, dann fällt einem Großteil unserer Bevölkerung sofort das ein, was die USA in Pakistan machen oder gemacht haben. Ich will das jetzt gar nicht kommentieren. Ich möchte nur eins ganz klar sagen. Ich glaube, kann mir Herr Dr. Brandl sicherlich auch deutlich beistehen. Deutschland wird nicht mit gezielten Tötungen beginnen, nur weil es dank bewaffneter Drohnen möglich wäre. Und wir haben auch keine bewaffneten Drohnen, die wie bei den Amerikanern global fliegen können. Es ist ganz klar gegen das Grundgesetz, möchte ich klar herausheben. Und das Zweite, das hat man auch schon gesagt, Drohnen sind keine autonomen Roboter. Es steht immer ein Mensch dahinter, der entscheiden muss, tue ich das jetzt oder tue ich das nicht, im Rahmen einer Concept of Operations, im Rahmen eines Einsatzes, um eben einen Close Air Support für die am Boden kämpfenden und im Bedrängnis befindlichen Truppen oder teilweise auch durchaus der Zivilbevölkerung, die immer auch vor allen Dingen im nordafrikanischen Raum, wir wissen das, großen Gefahren ausgesetzt ist. Realität ist, dass unsere Soldaten sich zunehmend in sehr kritischen Einsätzen befinden, zum Beispiel Mali. Und Drohnen brauchen keinen Piloten. Wir haben das erlebt, auch in Mali, es war ein Unfall, aber dennoch sind uns Piloten
zu Schaden gekommen, dabei gestorben. Das wäre mit einer Drohne nicht passiert. Auf der anderen Seite hat eine Drohne wesentlich präzisere Einsatzmöglichkeiten, hat eine wesentlich längere Begleitfähigkeit unserer Soldaten am Boden, Soldatinnen und Soldaten, muss man ja tatsächlich sagen. Und sie schützen das Leben unserer Soldaten wesentlich nachhaltiger, als wenn man permanent mit bemannten Systemen diesen Schutz sicherstellen müsste. Nochmal, Drohnen sind keine autonomen Roboter. Drohnen sind immer von der letzten Entscheidung des Menschen abhängig im Rahmen eines Einsatzes. Das ist ganz wichtig. Und sie schützen das Leben unserer Soldaten und sie schützen das Leben auch der Zivilbevölkerung, die diesen teilweise sehr dramatischen Bedrohungen ausgesetzt ist. Einfach, weil sie eine wesentlich höhere Einsatzdauer haben, weil sie auch geringere Kosten haben, das muss man auch ganz ehrlich sagen, als bemannte Systeme und weil sie auch präziser eingesetzt werden können und damit auch sehr oft Kollateralschäden definitiv ausschließen können. Ich glaube, deswegen ist das Thema bewaffnete Drohnen für uns, für die Unterstützung unserer Soldaten, eine längst notwendige Entscheidung. Und ich glaube auch nicht, dass die Leute, die zuhören, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, auch damit ein ernsthaftes Problem haben können. Ich wiederhole noch einmal. Es verstößt gegen das Grundgesetz, wenn wir gezielt irgendwo in der Welt Tötungen vornehmen. Das ist nicht das, über was wir hier reden. Das geht nicht. Das macht die. Das ist absurd, wenn wir vorstellen, dass wir das in Deutschland machen. Aber unsere Soldaten zu schützen mit Systemen, die möglich sind, wo Menschen dahinter stehen, die im Einsatz entscheiden, jetzt ist es notwendig, jetzt müssen wir die Soldaten schützen, jetzt müssen wir die Zivilbevölkerung vielleicht auch vor Massakern schützen, dann sage ich ganz persönlich, denn ich glaube, das ist ein persönliches Thema, ja, ich bin dafür, dass die Bundeswehr bewaffnete Drohnen anschafft, im Rahmen unserer ethischen Grundsätze, die wir in dieser Bundesrepublik haben. Ja. Vielen Dank, Herr Müller. Herr Rauch, vielleicht zum ähnlich gelagerten Thema. Das Thema Krieg, Rüstungsexporte ist sehr, sehr alt und die Diskussionen dazu rund um Abrüstung, Friedenspolitik mindestens genauso. Und wir haben jetzt in Deutschland ja recht hohe oder zumindest höhere als in anderen Ländern existierende Corporate Governance Standards und auch ethische Standards. Herr Müller hat gerade das Wort Ethik bemüht. Wie gehen Sie als Unternehmen in diesem Bereich denn mit Interessengruppen um, die eben genau auf diese Punkte abstellen, die um Frieden werben, Abrüstung, hört sich ja erstmal gut an, ist ja auch sicherlich anzustreben. Nur vieles davon, das haben wir ja auch in der Vergangenheit gesehen, vielleicht auch etwas blauäugig, wenn ich denke, ich kann rein mit Appeasement-Politik und mit Nicht-Waffeneinsatz oder zumindest dem Potenzial dahinter Frieden herbeiführen. Da hat er, glaube ich, auch die jüngere Historie uns etwas anderes gelehrt. Gehen Sie in den aktiven Dialog mit solchen Interessengruppen? Wie werben Sie um Verständnis für auch Exporte in Länder, wo man eben sagt, um Gottes Willen, wie kann man da jetzt Ihres Tee zum Beispiel hin verkaufen? Ja, vielleicht grundsätzlich, wenn wir mal unsere Mitarbeiter anschauen, wir haben viele Mitarbeiter, die sind ehemalige Soldaten. Und wir als Deal Defense, wir verstehen uns natürlich als Ausrüster der Bundeswehr und verbündeter Nationen. Und die Bundeswehr, das wissen Sie ja alle, das ist eine Parlamentsarmee. Und somit schicken wir unsere Soldaten in Einsätze, die ja nur, wenn sie nur, werden die in Einsätze geschickt, wenn sie absolut notwendig sind. Und darum haben wir, und so verstehen wir uns auch, eine Verantwortung für unsere Soldaten und eine Verantwortung für deren Sicherheit. Und deshalb produzieren wir die Rüstungsgüter und liefern sie auch an die Bundeswehr. Gleichzeitig müssen wir sehen, dass Deutschland ist ein Mitglied der NATO. Und die meisten Exporte, die wir durchführen, die gehen in die EU, die gehen in NATO-Staaten, die gehen in NATO-gleichgestellte Staaten. Und wir liefern natürlich nicht in Staaten, wo wir keine Exportgenehmigung bekommen. Und das sehen wir auch gar nicht ein natürlich und versuchen das auch gar nicht in solche Staaten überhaupt den Ansatz zu machen oder Angebote
um dort Exporte realisieren zu können. Zu dem Thema Friedensbewegung, ja, wir gehen in den aktiven Dialog mit solchen Gruppen. Wir hatten Diskussionen mit unterschiedlichen Kirchen. Wir hatten letztes Jahr eine Diskussion mit der Landeskirche Baden-Württemberg. Und meine Erfahrung in diesen Diskussionen ist immer wieder, wenn man hier einen offenen, einen ehrlichen und einen faktenbasierten Dialog führt und eine Diskussion führt, dann führt es in der Regel am Ende der Diskussion immer zu einem gegenseitigen Verständnis. Also ich persönlich hatte eine ganz interessante Erfahrung. Ich hatte den Dialog und hinterher ist eine ältere Dame zu mir gekommen, hat mir auf die Schultern geklopft. Ich wusste gar nicht, dass es in der Rüstungsindustrie so vernünftige Menschen gibt. Und das zeigt mir, dass unsere Presse in Deutschland uns, die Rüstungsindustrie und die Bundeswehr und auch die Politik, die sich positiv für die Bundeswehr darstellt und einsetzt, eigentlich größtenteils in ein falsches Licht rückt. Und da würde ich wirklich plädieren, auch an die Politik und an die Presse, dass wir dort einen fairen Umgang erhalten und auch mal dargestellt wird, warum benötigen wir eine Bundeswehr, was ist die Argumentation für eine Bundeswehr, was sind die Aufgaben, um dort einfach mehr Verständnis in der Bevölkerung erzielen zu können. Das war jetzt schon eine prima Überleitung zu meiner letzten Frage an den Reinhard Brandl. Lieber Reinhard, wir stehen nicht akut, aber perspektivisch vor einer Bundestagswahl. Im Herbst nächsten Jahres wird der neue Deutsche Bundestag gewählt. Ich wage jetzt mal die Prognose, dass ein schwarz-grünes Bündnis nicht völlig ausgeschlossen ist. Wie, also vor diesem Hintergrund einer möglichen schwarz-grünen Koalition in Berlin, wie siehst du da gerade den Aspekt der Verteidigungspolitik und damit auch der wehrtechnischen oder dem Verhältnis zur wehrtechnischen Industrie? Und welche Kernpunkte der Union sind unverhandelbar? Ich habe nur meine Stummschaltung eben wieder aufgehoben. Also, was Herr Rauch vorher gesagt hat, ich bin bezogen auf die Unterstützung der Gesellschaft gar nicht so skeptisch. Also im Moment höre ich jetzt nicht den Vorwurf, ich gebe zu viel für die Bundeswehr aus, sondern im Moment höre ich eher den Vorwurf, wir könnten es zulassen, dass es so eine niedrige Einsatzbereitschaft gibt. Da hat sich auch etwas verändert in den letzten Jahren. Ich habe am Anfang ja von meiner Zeit am Anfang gesprochen, 2009, 2010, da war die Bundeswehr in Afghanistan. Da war die Diskussion, ja, wird jetzt die Sicherheit Deutschlands tatsächlich am Hindukusch verteidigt und was brauchen wir überhaupt noch für eine große Bundeswehr? Wir sind doch von Freunden umgeben. Die veränderte Sicherheitslage auch, ich sage mal, ist aus meiner Sicht sehr bedauerliche Abrücken der USA von der Sicherheit Europas oder von der Verantwortungsübernahme für die Sicherheit Europas hat dazu geführt, dass in der Bevölkerung wieder mehr Bewusstsein auch vorhanden ist für die Stärkung der Bundeswehr. Die Frage von Marc ten Bücken, was ist die Bedingungen für ein schwarz-grünes Bündnis? Also erstmal, der Wähler muss erstmal ein solches Bündnis wollen. Wir kämpfen jetzt erstmal für uns, es ist jetzt nicht etwas, kämpfen wir jetzt nicht für mögliche Bündnispartner, sondern wir wollen erstmal so stark sein, dass wir selber in der Lage sind, auch maßgeblich mitzugestalten. Bezogen auf die Grünen, Sie haben bei den Grünen halt immer ein relativ breites Spektrum. Und das ist für mich jetzt im Moment überhaupt nicht absehbar, wer und welche Richtung da sich dann in Koalitionsverhandlungen durchsetzt. Sagen wir, wir hatten jahrelang im Verteidigungsausschuss die Situation, dass wir drei grüne Kollegen drin hatten. Einer war für den Afghanistan-Einsatz, einer dagegen und einer hat sich enthalten. So, das sieht man mal, das Spektrum, das sieht man mal in das Spektrum in der Frage. Nichtsdestotrotz, gibt es auch bei den grünen Kollegen, sagen wir, durchaus vernünftige, mit denen man auch solche Themen bespricht. Was ist für uns unverhandelbar? Also der erste Punkt ist, wir wollen auch weiterhin eine steigende Finanzlinie für die Bundeswehr. Wir müssen unsere Soldaten auch angesichts der Sicherheitslage, vor der wir stehen, gut ausrüsten. Wir müssen die Projekte, die wir angestoßen haben, zu Ende führen. Und das ist für uns die Grundbedingung.
Das zweite Grundbedingung ist für uns internationale Verlässlichkeit. Also das heißt, wir haben Einsätze der Bundeswehr beschlossen und die sind ja immer in einem multinationalen Umfeld. Und in so einem Umfeld stützt sich ein Partner auf das andere. Wir hatten jetzt mit der SPD die Schwierigkeit, dass die SPD unbedingt einen Bundeswehreinsatz beenden wollte. Das war der Einsatz im Irak. Und das ist wirklich eine schwierige Situation, wenn sich, weil sich natürlich da die Sicherheitslage auch verändert hat, unsere Partner auf uns angewiesen sind und wir sagen, nee, aus politischen Gründen, so, weil der Herr Mützenich das sich in den Kopf gesetzt hat, beenden wir so einen Einsatz. Das ist für uns wirklich schwierig. Also wir müssen auch in einer neuen Koalition unsere internationale Glaubwürdigkeit mit erhöhen, der außenpolitische Schaden, wenn wir das nicht machen, wenn wir jetzt da auch zu früh, zu schnell aus Einsätzen rausgehen, wäre immens. So. Und über andere Dinge kann man reden. Also, da sind wir auch, gehört zur Politik damit dazu, koalitionsbereit sein. Aber wichtig ist für uns die beiden Punkte, internationale Verlässlichkeit, gute Ausstattung, gute Ausrüstung. Und da können wir uns dann einigen. Vielen Dank. Vielleicht zum Abschluss, Herr Müller, Herr Rauch, in aller Kürze, Ihr Wunsch an die Union bzw. an die Politik generell, auch mit Blick auf die Bundestagswahl. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute, Herr Dr. Brandl. Und Sie können sicher sein, dass wir Sie nach Kräften unterstützen, eben auch, weil wir an der WBU beteiligt sind. Wir freuen uns drauf und wir hoffen, dass Sie den Koalitionspartner finden, der die dringend notwendige Zukunftsausrichtung unseres Landes mit einem neuen Koalitionspartner, der nicht so, ich sag's jetzt mal, ideell bestimmt ist wie der jetzige. Sie haben es gerade gesagt. Deswegen glaube ich, darf ich das erwähnen, dass wir dort wesentlich pragmatischer, aber auch mit einer klaren deutschen Politik, die klar nach vorne gerichtet ist, in die nächste Legislaturperiode gehen werden. Ich wünsche Ihnen dazu alles Gute und drücke Ihnen riesig die Daumen. Das ist unser Wunsch. Ja, mein Wunsch exakt dasselbe. Auch ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Und ich wünsche mir, sagen wir, den Weg, den Sie von der CDU-CSU-Seite die letzten Monate, Jahre eingeschlagen haben, der wirklich auch für uns als Industrie in eine gute Richtung zeigt, dass Sie den erfolgreich in Zukunft entsprechend weiter fortsetzen können. Dankeschön. Ja, und ich habe keinen Wunsch, sondern nur noch einen Dank, und zwar an alle Beteiligten, die sich heute hier eingebracht haben. Lieber Reinhard Brandl, lieber Thomas Müller und lieber Helmut Rauch, vielen herzlichen Dank. Ein Webinar macht es möglich, dass wir, ich vermute mal, Überlingen, Ottobrunn und Altesheim oder Ingolstadt zusammengeschaltet haben. Ich hocke im Herzen Münchens. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und alles Gute. Ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Tempel. Schönen Abend. Wiederschauen. Schönen Abend. Danke an Sie zu sehr. Tschüss. Tschüss.